Was geht, meine Kerlo, wie der Rüde Oce? Willkommen zu einem neuen Video pa min Kanal. Und habt ihr die Sprache erkannt? Schreibt die Lösung unten in die Kommentare. Wenn man das überhaupt eine Sprache nennen könnte, weil wahrscheinlich 99,9% vollkommen falsch ausgesprochen war. Yeah. Und deswegen lasst mir den Quatsch einfach sein und ich begrüße euch einfach nochmal auf Deutsch. Was geht ab, meine lieben Löwen da draußen? Und seid recht herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und keine Sorge, in diesem Video wird es nicht um Fremdsprachen oder irgendwas gehen, sondern in diesem Video gibt es eine kleine Osterverlosung für euch, für meine Community da draußen. Fantastic. Passend gekleidet, denn ich trage das Heimtrikot der dänischen Nationalmannschaft aus der Europameisterschaft 2020-2021. Wir alle haben noch diese schrecklichen Bilder von damals im Kopf beim ersten Gruppenspiel zwischen Dänemark und Finnland, als Christian Eriksen kurz vor der Halbzeit auf dem Spielfeld zusammenbrach. Und ich sage euch ganz ehrlich, Freunde, für mich war das. Ich bin jetzt schon jahrelang Dortmund-Fan, seit 2005 oder generell Fußball-Fan, sogar noch ein bisschen länger. Und das war für mich persönlich einer der schrecklichsten Momente, die ich jemals in irgendeinem Fußballspiel gesehen habe. Und gerade weil diese Bilder so schrecklich sind, möchte ich die jetzt auch in diesem Video gar nicht mehr einspielen. Ich denke, jeder hat die schon 100.000 Mal irgendwo gesehen. Deswegen verzichte ich in diesem Video auf diese schrecklichen Bilder. Worauf ich aber nicht verzichten werde, ist wahrscheinlich für viele Fußballfans der schönste Moment seit 9 Monaten. Christian Eriksen ist wieder zurück. Er hat sich, ja, man kann es denke ich sagen, vollständig von diesem Riesenschock erholt und hatte letztens sein Comeback gegeben, sowohl für seinen neuen Verein als auch für die dänische Nationalmannschaft. Als er mit der dänischen Nationalmannschaft gegen Niederlande wieder aufgelaufen ist, ich glaube, das war für so viele Fußballfans nach über 9 Monaten einfach ein emotionaler Moment. Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Ich glaube, das war einfach der schönste Moment seit langem, den ich im Fußball gesehen habe. Und dementsprechend habe ich mir auch gedacht, zu dieser Feier, zu diesem Comeback von Christian Eriksen, verlose ich dieses Jahr zu Ostern zweimal ein Dänemark-Trikot von Christian Eriksen. Quasi das, was ich hier gerade anhab. Einmal als Heimtrikot in Rot, sowohl als das, gutes Deutsch ist da, als auch das Auswärtstrikot. Das Auswärtstrikot hätten wir dann einmal hier in ganz weiß, natürlich mit Christian Eriksen. Ihr seht, das Etikett ist auch noch mit dabei, das heißt, das Trikot ist noch vollkommen neu. Und diese beiden Trikots möchte ich gerne an euch verlosen. Ich kann auch das hier nochmal von hinten zeigen. Die beiden Trikots möchte ich auf jeden Fall verlosen. Keine Sorge, ich habe natürlich noch ein ungetragenes rotes Eriksen-Trikot. Das befindet sich hier neben mir. Das heißt, ein rotes und ein weißes würde ich gerne an euch verlosen. Weil ich weiß, dass Christian Eriksen momentan einer der gefragtesten Spieler ist. Ich habe damals versucht, ein Trikot von dem zu bekommen. Und hat es einfach fast keine Chance mehr gehabt, so ein Trikot zu bekommen. Und deswegen, für alle, die sich gerne ein Christian Eriksen Trikot gönnen würden, die haben bei mir jetzt die Möglichkeit, an diesem Gewinnspiel teilzunehmen und entweder das Heim- oder das Auswärtstrikot zu gewinnen. Die Teilnahmebedingungen für dieses Gewinnspiel sind natürlich auch relativ simpel und sollten in 0, nichts erledigt sein. Zum einen müsst ihr natürlich Abonnent von diesem Kanal sein. Wenn ihr also noch kein Abonnent seid, dann klickt jetzt unter diesem Video auf Abonnieren und aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Das würde mich sehr freuen. Des Weiteren müsst ihr diesem Video natürlich einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann jetzt schnell. Daumen in Richtung nördliche Richtung, in Richtung Norddeutschland. So sieht's aus. Und als drittes müsst ihr hier unter diesem Video einfach einen netten Kommentar hinterlassen mit eurem Wunschtrikot, also Heim- oder Auswärtstrikot. Und je mehr Kommentare ihr schreibt, desto häufiger nehmt ihr an dieser Verlosung teil. Das heißt, spammt unten die Kommentare voll. Jeder einzelne Kommentar wird mit in die Verlosung genommen. Und je mehr Kommentare ihr schreibt, desto häufiger seid ihr in der Verlosung mit dabei. So einfach ist das Ganze. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Mehr ist es nicht, meine lieben Löwen. So einfach könnt ihr an diesem Gewinnspiel teilnehmen und ein Dänemark-Christian-Eriksen-Trikot eurer Wahl gewinnen. Ich muss mich auch zum Schluss des Videos nochmal entschuldigen, dass ich so unfassbar lang auf YouTube
nicht mehr aktiv war. Das letzte Video kam einfach noch im Jahre 2021. Das war die Stadionführung im Signal Iduna Park mit der Marie. Das war am 23.12. Jetzt haben wir fast schon Ende April. Also an der Stelle ein riesen Sorry, aber es gab privat einige Probleme. Es gab beruflich einiges zu tun. Deswegen hatte ich absolut null Zeit gehabt für Videos plus Schneiden, plus Hochladen, plus Rendern. Ihr kennt das Ganze vielleicht auch. Wollte ich mich an der Stelle einfach mal nur entschuldigen, aber dafür habt ihr jetzt eine schöne Weihnachtsverlosung. Zwar nichts Besonderes, nichts unbedingt Großes, aber ich dachte mir halt, besser als gar nichts und einfach dieses Comeback von Christian Eriksen muss man doch irgendwie feiern, oder findet ihr nicht? Das soll es dann mit dem heutigen Video aber gewesen sein, meine lieben Löwen. Um 15.30 Uhr spielt der geilste Verein der Welt zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Ich bin sehr gespannt, wie die Jungs sich diesmal anstellen werden. Wir haben wieder einige Verletzte dabei, also ich weiß nicht. Also momentan, das ist so eine richtige Wundertüte mit den Jungs. Dafür Grüße an der Stelle gehen raus an meinen Kollegen. Nächste Woche Samstag bin ich in München dabei gegen Borussia Dortmund. Zum allerersten Mal, ich war noch nie für ein Bundesligaspiel in der Allianz Arena und versuche seit Jahren für dieses geile Spiel Karten zu bekommen. Es hat nie geklappt. Nächste Woche ist es endlich soweit. Allianz Arena, Bayern München gegen Borussia Dortmund. Es kann der absolute Super-GAU werden, denn Bayern München kann gegen uns die Meisterschaft im eigenen Stadion festmachen. Das wäre der absolute Super-GAU. Aber wir müssen erstmal schauen, ob Bayern dieses Wochenende überhaupt punktet. So sieht das Ganze aus. In dem Sinne würde ich sagen, das war's mit dem Video. Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen, nehmt gerne am Gewinnspiel teil. Wann das Ganze aufgelöst wird, weiß ich noch nicht. Das kommt so ein bisschen drauf an, wie ich das zeitlich schaffe. Aber ich denke, nächste Woche, Freitag, Samstag, so ungefähr um den Dreh. Deswegen einfach die Glocke aktivieren, dann werdet ihr die Auflösung definitiv nicht verpassen. In dem Sinne habe ich nichts mehr anderes übrig zu sagen, außer ich habe fertig. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut und ciao.